45 Jahre jung. Habe ich alt gesagt? Das war natürlich ein Versehen. Du stammst aus Hamburg, auch richtig? Auch richtig. Und bist zurzeit schwer in Arbeit, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Das heißt, du hast viel zu tun, aber nicht mehr unbedingt mit dem Jobcenter in Hamburg. Ist das auch richtig? Das ist auch richtig, weil ich seit dem 22. April aufgrund meiner öffentlichen Kritik freigestellt bin, suspendiert. Und seitdem habe ich so richtig viel Arbeit. Richtig viel Arbeit heißt, du musst irgendwo Kellnern gehen oder bist du anderweitig unterwegs? Nein, ich Kellner nicht. Ich mache Vortragsreisen, wie heute hier in Recklinghausen, und referiere über Hartz IV und die Missstände daraus. Ich stehe in Kontakt mit den Medien. Wir bereiten über die Medien die Missstände auf, also Print als auch TV, in sämtlichen Kanälen. Ich engagiere mich auch als Beistand in den Jobcentern, also da laufe ich derzeit bei sehr schlimmen Fällen mit. Ich stehe in Kontakt mit sämtlichen Parteien, mit Unterstützern, mit Verbänden, mit Initiativen. Ja, und meine Hauptaufgabe aber ist tatsächlich, die Missstände in die Öffentlichkeit zu bringen, aber so zu bringen, dass sie beweisbar sind und sachlich und fair. Ja, liebe Ingmar, das ist ja schon ein Einstieg gewesen. Trotzdem möchte ich nochmal alle Menschen, die sich hier interessiert zeigen, herumstehen, aufzufordern, einfach auch mal stehen zu bleiben, sich hinzusetzen, um zu hören, was Inge Hannemann uns zu erzählen hat. Denn ich glaube, dass ganz viele von uns überhaupt nicht wissen, wie es Menschen bei Jobcentern ergeht, wenn sie ganz tief unten sind, auf der Suche nach Arbeit sind, auf der Suche danach, wie sie ihre tägliche Existenz, ihrer Familie und ihre eigene eben auch sichern können. Ja, Inge, es sind ja ganz viele Sachen auch durch die Presse gegangen und viele Sachen sind nicht immer sehr nett gewesen. Unter anderem haben wir eine Behauptung gefunden: Mitarbeiter werden durch die Äußerungen Inge Hannemanns beleidigt, herabgewürdigt und in Gefahr gebracht. Ich sehe an deinem Lächeln, dass du das natürlich widerlegen kannst. Genau, das war eine Aussage der Bundesagentur für Arbeit aufgrund meines ersten öffentlichen TV-Auftritts. Da sind die Emotionen durchgegangen im Vorstand. Die Pressemitteilung ist sehr persönlich gegen mich gerichtet. Ich kann das von dem her widerlegen, weil ich sehr, sehr viele Jobcenter-Kollegen habe, die mich unterstützen, die mir Mut machen vor Ort, als auch in den Städten, wo ich mich befinde. Da bin ich ja auch zum Teil in den Jobcentern mit drin. Die wünschen Gespräche. Das Problem ist, die fühlen sich nicht von mir in Gefahr versetzt, sondern eher unterstützt. Die Bundesagentur für Arbeit, die sieht natürlich eine Gefahr, das ist klar. Aber die Pressemitteilung, ich lasse sie so stehen, weil das war die beste PR für mich. Und ich fand sie eher im Nachhinein jetzt durchaus amüsant. Inge, du hattest in deinen Aussagen, die du getroffen hast, unter anderem auch darauf hingewiesen, dass Hartz IV dazu geführt hat, dass es Menschen gibt, die zu Tode gekommen sind. Das hat man dir ja auch zum Vorwurf gemacht, dass irgendwo dann geschrieben stand, du hättest behauptet, es wären Tausende von Menschen, die zu Tode gekommen sind. Was ist an diesen Aussagen dran? Gibt es Fälle, wo Hartz IV dazu führt, dass Menschen sich, ich sag mal, den Suizid ergeben? Was ist passiert? Gut, also erstmal grundsätzlich hat auch hier die Bundesagentur für Arbeit falsch zitiert aus dem Fernsehtalk. Ich habe nicht von tausend Toten gesprochen, sondern von tausend Betroffenen, die Leid erfahren haben durch die Jobcenter. Aber die Suizide ist ein sehr sensibles Thema. Die gibt es leider auch nachweisbar. Uns liegen dementsprechende Abschiedsbriefe vor, wo die Menschen, die vorher sehr stark waren, der Willkür nicht mehr standgehalten haben und tatsächlich aufgrund dessen freiwillig aus dem Leben geschieden sind. Bisher habe ich 11 nachgewiesene Fälle. Begleitet wird die Recherche durch 2 Psychologen, weil das eben ein sehr, sehr sensibles Thema ist für die Angehörigen. Genau, ein ganz sensibles Thema, und ich glaube, das sollten wir uns auch deutlich machen, wie mies sich manche Menschen fühlen, wenn sie
eigentlich beim Jobcenter Hilfe suchen und herabgewürdigt werden. Und da sind ja dann auch zum Teil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters geknebelt, sag ich mal. Und zwar gibt es auch die Behauptung, dass es Anweisungen oder Zielvorgaben in den Jobcentern über Sanktionen Geld einzusparen gibt. Es wird von vielen Stellen negiert und gesagt, nee, das gibt es nicht, überhaupt nicht. Aber ich glaube, du hast da doch schon andere Erfahrungen gemacht. Genau, also es gab bis Ende 2007, von Beginn an 2005, eine vorgeschriebene Sanktionsquote. Die gab es, die Nachweise laufen ja auch übers Netz, über unterschiedlichste Seiten inzwischen rum. Diese Quote haben wir so nicht mehr. Was wir aber haben, das ist in den klassischen Zielvereinbarungen, die bundesweit gelten, sogenannte Einsparmaßnahmen. Die Einsparmaßnahmen kommen vom Ministerium für Finanzen als auch über das Ministerium für Arbeit und Soziales von der Frau von der Leyen und betreffen die Haushaltsgelder. Auf der einen Seite die Gelder im Arbeitslosengeld 2, das sind die Regelleistungen zum Leben, als auch natürlich Einsparungen bei den Kommunen über die Mietkosten. Also für dieses Jahr liegen wir bei 7,1%. Ich kann nur einsparen, wenn ich sanktioniere, in dem Sinne Gelder kürze oder indem ich weniger Qualifizierungen dafür Geld ausgebe, weil dann geht das Geld ja wieder zurück. Also ein Bereich, der euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus belastet, wenn ich das so höre. Ja, natürlich belastet er. Wir kriegen die Quote nicht gesagt. Die Zielvereinbarungen haben zum Teil nicht mal die Teamleiter, sondern nur die Geschäftsführung oder Standortleitung. Mir hat man sie netterweise zugeschoben. Die kommt im Oktober, November heraus, das kommende Jahr. So, und wir kriegen dann nur gesagt, wir sollen wirtschaftlich arbeiten, sparsam arbeiten. Oder es kommt die Pauschalmeldung so im Frühjahr, im Sommer, es gibt keinerlei Gelder mehr für Qualifizierung, für Bewerbungskosten oder Reisekosten. Aber die Gründe dafür bekommen wir natürlich auch nicht gesagt. Inge, kannst du denn nochmal darstellen, wie Sanktionen ausgeübt wird oder was für Gründe gegeben werden, um Sanktionen gegen betroffene Hartz-IV-Empfänger im Grunde genommen Geld wegzunehmen? Also die häufigsten Sanktionen mit rund 70% ist ja die Nichtwahrnehmung der sogenannten Meldetermine, wenn die Leistungsberechtigten vorsprechen sollen. Der Rest verteilt sich auf Nichtantritt von Maßnahmen wie ein Eurojobs oder Bewerbungstraining als Beispiel oder unwirtschaftliches Verhalten. Wir haben die Weisung, dem genau natürlich zu verfolgen, unter immer dem Aspekt, dass wir erziehen sollen. Das sind erzieherische Maßnahmen, so ist die Aussage von Seiten der Bundesagentur für Arbeit. Er stellt keine Strafe dar, das ist ein Appell an unser soziales Gewissen in den internen Papieren. So, und wir sollen auch ganz groß, und das ist ganz primär wichtig, auf Leistungsmissbrauch achten. Das heißt, wir bekommen in regelmäßigen Abständen die Mitteilung, Leistungsmissbrauch zu unterbinden, darauf zu achten und wie sind die Sanktionen festgehalten worden? Gibt es eine Statistik darüber, wie viele Sanktionen, sagen wir mal, monatlich in Hamburg zum Beispiel ausgesprochen worden sind? Ja, natürlich gibt es eine Statistik, jedes Jobcenter hat eine eigene Statistik. Wenn die Kreisverwaltung oder die BA was anderes behauptet, ist das eine Lüge. Die Statistiken von Hamburg auch zu Hause liegen. Da gibt es, die sind so detailliert, dass die Statistik besagt, sanktioniert wurde ein Einmannhaushalt oder ein Haushalt mit einem Kind, ein Haushalt mit einem Mann und so weiter. Also es wird sehr, sehr differenziert. Dann bis runtergebrochen auf eine Bedarfsgemeinschaft 5, 6 und 7 mehr Personen. Und, aber das Erstaunliche an dieser Statistik ist, dass die Statistik nur besagt, wer sanktioniert worden ist, der auch arbeitslos ist zu diesem Zeitpunkt. Das bedeutet, wenn ich sie mir angucke, die arbeitssuchende Menschen, die sich in Maßnahmen befinden bei einem Eurojob oder die krank sind oder die ihre Eltern pflegen oder in Erziehungszeit sind nur zweimal nicht gekommen, sind genau sanktioniert, die erscheinen gar nicht mehr in der Statistik. Also sage ich ganz klar, auch diese Statistik ist gelogen.
Es gibt ja auch den Begriff Trauerkarnevalstatistik, wie du dich selber geschwälzt hast. Aber es ist ja auch so, vieles wird ja auch in die öffentliche Debatte lanciert. Und zwar in der öffentlichen Debatte werden Sanktionen und Leistungseinschränkungen bei Sozialhilfeleistungen als grundgesetzlich qualifiziert, weil die das Grundrecht auf ein soziokulturelles Existenzminimum verletzen. Wie siehst du das? Ich sag, die Menschen, die von Hartz IV leben müssen, ausgehend von mal dem klassischen Regelsatz 382 Euro, wenn man den selbst nur 10% kürzt, also 38 Euro, reicht das Geld sowieso schon nicht mehr. Auch die 382 Euro sind viel zu niedrig angesetzt, weil viele gar nicht wissen, dass diese Menschen von dem Geld auch den Strom zu bezahlen haben, extra. Das ist nicht in der Regelleistung so mit drin. Und wenn man schaut, wie hoch die Energiekosten geworden sind, ist das fast unmöglich. Und von dem her sage ich, jede Sanktion verstößt gegen Grundrecht. Auch das Bundesverfassungsgericht hat ja 2010 gesagt, Existenz oder ein Existenzminimum unter der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben darf nicht sein. Das kann man sehr weit jetzt ausweiten. Wir weiten das sehr aus und sagen von dem her, das ist uns ziemlich egal im Jobcenter, weil jeder Mensch, der sanktioniert wird, kann ja ab einer bestimmten Summe auch Lebensmittelgutscheine beantragen und wir bewerten das intern dann als Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ja, aber das gesellschaftliche Leben ist auch das Einkaufen auf dem Markt, das Busfahren, das zum Arzt fahren können, Medikamente einzukaufen, auch mal ins Kino zu gehen. All das ist für mich das gesellschaftliche Leben und mit der Sanktion ist das nicht möglich. Und mit dem Lebensmittelgutschein können Sie keinen Busfahrer bezahlen, das geht nicht. Ja, und hinzu kommt ja noch wieder das Stigma, wenn der Lebensmittelgutschein vorgelegt wird, dass diejenigen, die an der Kasse sitzen, beziehungsweise diejenigen, die in der Schlange an der Kasse stehen, klar sehen, oha, wieder jemand, den es erwischt hat. Also es ist schon menschenverachtend, muss ich sagen. Ja, es ist demütigen menschenverachtend und den Lebensmittelgutschein kann man ja mehrheitlich nur in den Discountern kaufen. Einkaufen, die kennen natürlich diese Schreiben und die Menschen verzichten zum Teil lieber auf diese Gutscheine, anstatt sich dieser auch Scham auszuliefern. Was hättest du denn für einen Vorschlag, was sich eigentlich grundsätzlich ändern müsste an dieser Hartz-IV-Gesetzgebung? Welche Möglichkeiten bestehen, sagen wir, dass die Betroffenen, ich meine, in einem vernünftigen Lebensumfeld leben können? Und welche Möglichkeiten gibt es, solche Dinge auch letztendlich auch politisch umzusetzen? Gut, also als erstes bin ich der Meinung, muss die Sanktionspraxis aufhören, das muss sofort gestoppt werden. Es muss eine wirklich repressionsfreie Mindestsicherung geben, das ist ja das, was die Linken auffordern von 1.000,50 Euro. Das ist erstmal der erste Zwischenschritt. Der zweite Schritt besagt im Grunde genommen, da spreche ich auch für meine Kollegen, wir brauchen viel, viel mehr Personal. Wir sind total unterbesetzt. Wir haben als einzelne Mitarbeiter im Schnitt 300 Fälle zu beraten, zu betreuen. Zum Teil sind mehr Fälle bekannt von Mitarbeitern, die haben bis zu 900 Erwerbslosen zu betreuen, das sind gar nicht. Wir müssen besser ausgebildet werden, wir sind nicht ausgebildet im Grunde genommen für den Job. Die Krankenquote liegt nur schon bei 20%, die Fluktuation ist sehr hoch. Und weiterhin sage ich, im Endziel im Grunde genommen Abschaffung Hartz IV. Dann, und als Alternative das bedingungslose Grundeinkommen. Aber hier muss natürlich nochmal ganz auch wirklich Fachleute ran, alle Vorschläge in einen Topf und geguckt werden. Aber mit dem bedingungslosen Grundeinkommen bin ich der Meinung, hat der Mensch die Chance für ein würdevolles Leben, weil wir haben die Arbeitsplätze nicht, die wir brauchen. Und in Bezug auf die Arbeitsplätze sage ich, Arbeitszeit runter auf 30 Stunden, um auch so wieder Arbeitsplätze aufzuschaffen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann als letzte Alternative das alte System, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, dann war hier auch die Sanktionspraxis damals noch nicht in dem Sinne so vorhanden war.
Sie dazu was wissen? Herzlichen Dank. Das heißt also ganz klar, die alte Forderung Hartz IV muss weg. Weiß und gar das, nicht, was unsere Arbeitsministerin Frau von der Leyen macht, sich nämlich feiern lässt, ist eigentlich ein Feiern auf weil ich das derjenigen, die von ja, Hartz IV ich bin der Meinung, es funktioniert nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Genau. Ja, also es feiert sich ja nicht nur die Frau von der Leyen, sondern ganz groß die SPD. Wenn es funktioniert, oder wenn man es macht, und das, was soll daran nicht funktionieren? So, machen wir aber so. Sie vergessen dabei, wenn man es macht und es funktioniert nicht, bin ich der Meinung, kriegt man es wahrscheinlich ausgesprochen schlecht wieder gedreht. Also da ist wahrscheinlich zu viel kaputt gegangen. Auch morgen im Grunde genommen. Auch Axel Springer Verlag, ja, auch hier in Hamburg aktuell. Noch am Aufnehmen, Arbeitslosigkeit. Es betrifft die Rentner, es betrifft die Schwerbehinderten und auch ganz wichtig, es betrifft unsere Kinder. Ja, die leben oder die wachsen in einem System auf, was schon jetzt von Armut geprägt ist, auch durch den großen und gewollten Ausbau des prekären Arbeitsmarktes, also Niedriglohnsektor. Und das ist ja das, was die Agenda 2010 wollte, ja. Und Hartz IV unterstützt da in den Niedriglohnsektor, weil der Druck auf die Erwerbslosen, so einen Job anzunehmen, ist natürlich durch die Sanktionspraxis sehr groß und wird dementsprechend auch ausgeübt. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne noch mal zwei Zahlen nennen, die vielleicht nicht ganz uninteressant sind. Im Kreis Recklinghausen gibt es laut Statistik nach den letzten Informationen des heutigen Tages über 70.000 Menschen, die im Hartz-IV-Umfeld leben müssen. In der Stadt Recklinghausen sind es alleine 15.000 Menschen, über 15.000 Menschen, die im Hartz-IV-Umfeld leben müssen. Und wir wissen, wir hatten erst kürzlich noch eine Situation, die sogenannte Stempelaffäre. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dass Unterlagen, das geht hin und wieder raus, das Mikrofon, dass Unterlagen angeblich nicht beim Jobcenter angekommen sind und dementsprechend Sanktionen dann gegenüber den Betroffenen ausgeübt wurden. Deshalb wurde dann ein Stempel eingesetzt oder man hat versucht, seine Unterlagen abstempeln zu lassen, dann ist Folgendes passiert. Man ist dann zum Schalter gegangen, im Jobcenter hier in Recklinghausen, hat dann versucht, das abstempeln zu lassen, hat man gesagt, nein, wir können maximal 2 Exemplare stempeln. Außerdem müssen Sie einen Termin machen mit Ihrem Jobcenter-Mitarbeiter, der für Sie zuständig ist, und dann können Sie die Unterlagen da abgeben. Das war sehr schwierig, dann wurde dagegen Protest erhoben, dann wurde ein Stempel angeschafft. Der Stempel hang dann an einer Kette. Wir haben das mal mit einem WDR-Team begleitet, die ganze Geschichte. Dann hang da ein Stempel, der da angekettet war, und dann konnte jeder Hartz-IV-Empfänger, der seine Unterlagen dort abgeben wollte, selbstständig stempeln. Heraus stellte sich, dass der Stempel um 5 Tage verschoben war. Das hatte ein Mitarbeiter anscheinend nicht richtig eingestellt. Und im Nachgang hat man dann behauptet oder herausgearbeitet, dass der Stempel sowieso keine juristische Wirkung hatte. Das heißt, damit ging das ganz weg. Gestern war ich noch mit einem Kollegen, den ich begleitet habe, in das Arbeitsamt, also auch das Jobcenter. Der Stempel ist mittlerweile abgeschafft worden, weil dieser Unsinn wohl nicht gewirkt hat. Und jetzt sind die Leute an der Rezeption, so nenne ich das jetzt mal, angewiesen, auch Unterlagen abzustempeln, sodass der Eingang zumindest bestätigt wird bei der ganzen Sache. Das sind so die Kleinigkeiten, die, glaube ich, bei jedem Jobcenter ganz individuell ist. Und es gibt ja auch noch so ein interessantes Heftchen, von dem ich gehört habe, was in Hamburg-Pinneberg herausgearbeitet worden ist, wo man dann vorgeschlagen hat, wie ein Hartz-IV-Empfänger ganz besonders gut sparen kann, dass er eben kein Mineralwasser trinkt, sondern dass er im Grunde genommen doch auf Kranwasser zurückgreifen kann. Das ist ja wesentlich billiger. Und da gab es, glaube ich, noch eine ganze Reihe andere Sachen. Ich weiß nicht, ob du davon noch ein bisschen erzählen kannst. Hamburg-Pinneberg hat ja was mit Hamburg zu tun. Ja, die unsägliche Jobcenter-Broschüre Hartz-IV. Dann aus dem Jobcenter Pinneberg. Pinneberg ist am Rande von Hamburg, gehört gerade oder ganz frisch zu Schleswig-Holstein. Das Jobcenter hat die Broschüre aus Eigeninitiative durch die Mitarbeiter erstellt. Kostenpunkt 8.000 Euro aus den Finanzmitteln des Jobcenters bezahlt. Und die besagt ja auch zum Beispiel, dass man Möbel über eBay versteigern soll, also um zu Geld zu bekommen.
oder dass man eben auf Fleisch verzichtet, dass man Steine in den Toilettenspülkasten reinlegen soll, um Wasser zu sparen und so weiter und so weiter. Also so klassische Verbrauchertipps. Was ich ganz stark... Hallo. Ja. So, was ich ganz stark an der Broschüre kritisiere, ist einmal, sind primär die vielen Rechtsfehler da drin. Die Broschüre beinhaltet Rechtsfehler, falsche Informationen für Arbeitslosengeld-2-Empfänger. Und das finde ich fatal. Die Piraten in Hamburg als auch die Linken in Pinneberg haben jetzt aktuell, also Ende Juli, eine kleine Anfrage dort an die Kreisverwaltung gestellt, dass sich die Kreisverwaltung sich den Rechtsfehlern stellen soll. Die Antwort ist bisher noch nicht da, auf die bin ich gespannt. Allerdings als Mitarbeiterin habe ich mir natürlich die Rechtshinweise angeguckt und sie waren logisch. Das sind nämlich genau die Hinweise, die wir intern auch haben. Das bedeutet, wir arbeiten falsch, nichts anderes. Ja, aus der Sicht eben Jobcenter sind sie korrekt, aber aus der Sicht der ganzen Urteile, die wir inzwischen haben, von Bundessozialgerichten, von allgemeinen Sozialgerichten, sind sie verkehrt. Und das darf überhaupt nicht sein. Ja, ich sage von Anfang an, die Broschüre wird eingestampft, weil sie auch die fiktive Familie, die sie darstellen, traumhaft darstellen, als wäre Hartz IV ein Spaß, ein Leben und das Jobcenter bezahlt alles. Und das ist so nicht. Also von Spaß und Leben und High Life im Hartz IV-Bezug oder im prekären Arbeitsbezug kann man ja nur wirklich nicht reden. Zwei Sachen sind mir jetzt gerade nochmal aufgefallen. Da in dieser Broschüre wird ja empfohlen, über eBay Möbel zu verkaufen. Das heißt, ich erziele ja einen Ertrag, einen Gewinn. Kann das nicht gegebenenfalls dann auch negative Auswirkungen haben? Erste Frage. Zweite Frage, die mich als Frau umtreibt. Was für ein Stecker? Da wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich... Weil ich habe so einen externen Akku zum Aufladen dabei, aber von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch alleinerziehende Eltern, Mann oder Frau, aber meistens sind es ja eben alle so nicht diesen Anschluss habe ich nicht. Den hast du hier nicht. Na, den habe ich nicht. Ja, ich habe das Handy frei. Ah ja, eben. Da musst du noch ein Kabel haben, um die Batterie anzuschließen. Ich habe einen externen Akku. Der Mann nicht, ja, den hier, der geht nicht. Nein, ist ein externer Akku, ist ja kein Steckdose. Ich verkaufe Möbel über eBay, das natürlich Einkommen wird angerechnet. Ja, also lassen Sie bitte Ihre Möbel zu Hause, ja, damit Sie auch was sitzen können. Betreffend Frauen und Alleinerziehend, nein, wir werden in dem Bereich auch im Bereich zum Beispiel auch Behinderte, Schwerbehinderte, ältere Menschen, werden wir nicht geschult. Dann stattdessen sagt man uns, ja, nehmen Sie das SGB 9 oder auch das SGB 12 zur Hand. Oder verweisen Sie an entsprechende Beratungsstellen. So, Hamburg ist jetzt eine relativ große Stadt. Dann wir haben im Bereich Alleinerziehende ganze 2 Beratungsstellen. Ja, das ist natürlich viel zu wenig für so eine Millionenstadt. Aber ich sag mal, es wird nicht jetzt speziell wirklich auch auf die Problematiken der Frauen oder Wiedereinsteiger geguckt. Ja, stattdessen wird gesagt, ja, wer arbeiten will, kann arbeiten. Die Frauen müssen gucken, wie sie ihre Kinder unterbringen. Es gibt ja die sogenannten Kindertagesstätten und auch den Kita-Gutschein dafür, ja, wo die Stadt Hamburg durchaus auch seinen Anteil bezahlt. Ist aber ja nicht in jedem Bundesland so. Also selbst die Frauen oder die Männer, die in Erziehungszeit sind, in den ersten 3 Jahren, die müssen wir regelmäßig einladen. Ja, und wenn wir jetzt der Meinung sind, jetzt gehen wir arbeiten, weil dein Kind kann ja eine Kita und jetzt mit dem Rechtsanspruch sowieso seit Ausschluss, dann müssen sie auch dieses tun. Das bedeutet im Umkehrschluss, die rechtliche Erziehungszeit von 3 Jahren wird somit untersagt oder versagt und unterbunden. Danke dir. Grundeinkommen. Zu
Ich möchte jetzt einen großen Break machen. Wir hatten jetzt versprochen, dass wir ins Publikum gehen und auch nochmal Fragen stellen lassen. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, um 19 Uhr besteht die Möglichkeit, Inge Hannemann nochmal zu erleben. Inge Hannemann wird um 19 Uhr in der Altstadtschmiede in Recklinghausen, wenige Meter von hier, nochmal dort einen Vortrag halten. Da besteht auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen nochmal dort hinzuzukommen, vielleicht auch nochmal individuelle Fragen zu stellen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Sie nochmal Bekannte informieren darüber, dass um 19 Uhr Inge Hannemann in Recklinghausen ist. Und wir wollen jetzt im Grunde genommen das Mikrofon eröffnen, dass wir Fragen aus dem Publikum entsprechend aufnehmen. Das Beste ist die hier. Wer möchte gerne? Wer hat Fragen an die Herren? Bernd, hast du die schon? Keiner? Also ich habe keine Frage an die Kinder. Gleich aber dann Rückkopplung geben. Okay. Ich habe keine Fragen an die Inge. Ich bin auch nicht mehr Hartz IV, bin inzwischen Rentner. Allerdings möchte ich noch eine kleine Geschichte loswerden, wenn sich ja sonst keiner meldet. Ich brauchte mal eine behindertengerechte Wohnung und der Umzug ist von Hartz IV, vom Jobcenter auch genehmigt worden, als medizinisch notwendig. Ich habe mir dann also eine Wohnung gesucht, musste mal bitte behindertengerecht umgebaut werden. Und dann stand der Einzug bevor, nachdem das alles fertig war. Das Dumme ist nur, Jobcenter war nicht bereit, die Kosten für Tapeten, Anstreicharbeiten etc. sofort zu übernehmen. Das heißt, ich habe dann einen Mietbeginn gehabt, es wurde auch die neue Miete bezahlt, aber die alte nicht mehr. Habe ich inzwischen auch erfahren, dass das falsch ist, weil die also Mist bauen, müssen sie auch beide Mieten bezahlen. Und ich konnte erst mit 3 Monaten Verspätung in die neue Wohnung einziehen, weil sie unter anderem von mir verlangt haben, dass ich mich erstmal ummelden sollte, was ja auch nicht geht. Ich kann mich erst ummelden, wenn ich eingezogen bin. Und da einzuziehen, bevor also ein Fußboden drin ist, bevor da Tapeten dran sind und Farbe und so weiter, das war also nur eine Willkür. Und wie gesagt, vorher von denen ja selber festgestellt, der Umzug ist medizinisch notwendig. Und ich denke, auch das zeigt eigentlich, dass das wirklich nur alles reine Willkür ist. Da ging es nur darum, die Leute irgendwie zu ärgern, weil da hat es überhaupt keinen Bestand da irgendwas gab, dass es da irgendeinen Grund gegeben hätte. Also ich glaube, das ist ein Beispiel unter vielen, wie uneffektiv, darf ich das so sagen, uneffektiv oder willkürlich gearbeitet wird. Und ich glaube, diese Veranstaltung hier und heute sollte uns alle aufrütteln und zeigen, Inge Hannemann ist eine Rebellin, aber ein Rebell, eine Rebellin kann jeder von uns sein, indem wir uns nichts gefallen lassen und auf unsere Rechte pochen. Und für mich zeigt es immer mal wieder nachfragen, ist das so richtig? Und das, was Erich gesagt hat, oder auch das, was du gesagt hast, Inge, auf keinen Fall alleine zu Terminen gehen. Mir ist es übrigens schon bei einem Termin passiert, dass ich praktisch rausgeworfen worden bin mit der Begründung, wer sind Sie, was wollen Sie, in welcher Beziehung stehen Sie zu der Frau? Ist das richtig? Darf ich eigentlich rausgeworfen werden, wenn diese Frau deutlich erklärt, das ist eine Freundin von mir, ich will sie als Zeugin an meiner Seite haben. Eigentlich darf, ich sage deswegen eigentlich, Beistand sozusagen nicht rausgeworfen werden. Die Jobcenter berufen sich in dem Moment auf ihr Hausrecht. Ja? Und das ist einfach die Problematik. Also die Beistände geben dann zum Teil nach. Manche Verbände sagen, dann gehen sie lieber raus. Ja, manche Verbände sagen, bleiben sie drinnen. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich denke, man muss dem Mitarbeiter ganz klar machen, Beistand darf drinnen bleiben, ja, darf im Grunde genommen nicht rausgeworfen werden. Und ansonsten soll das Jobcenter das bitte schriftlich begründen. Ja, also es muss dann Grund vorliegen. Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich habe auch eine Odyssee hinter mir, Sie müssen einmal näher kommen.
so machen, wo das Arbeitsamt mich hin und her geschickt hat, vom Arbeitsamt zur Krankenkasse, von der Krankenkasse zur Rentenversicherung, keiner fühlt sich zuständig. Selbst die Sozialamt, die haben noch Ansprüche an andere, warum machen sie nicht Geld? Und insbesondere, was eben angesprochen war, oder ist das, eben ist das System, nicht die Frage allein, sondern Behörden üblich. Bei fast jeder Behörde, wo ich gewesen bin, weil ich nie gehe so alleine in die Ausländer, der schlechten Erfahrung, die ich gemacht habe, was immer wieder passiert, dass man Beistand nicht reingelassen hat. Und wenn ich denn gesagt habe, wenn der Beistand nicht mit rein darf, dann gehe ich auch wieder, dann habe ich zweimal erlebt, dass man mir anschließend Beistand entzogen hat mit der Begründung, ich sei ja nicht anwesend gewesen, trotz dazu. Ich schrecke vor keiner Gemeinde zurück, egal ob es die Frage ist, ob es die Rentenversicherung ist, ob es die AOK ist, oder wie die Versicherung heißt. Ich habe die Erfahrung, ich habe jetzt nicht dabei, aber das ist behördenüblich durchgehend. Genau, also dieses Sanktionieren im Nachhinein, obwohl jemand da war oder zu spät kam, das ist rechtlich nicht erlaubt. Ja, also selbst wenn ein Leistungsberechtigter 4 Stunden zu spät kommt, gilt er als anwesend, als Wahrnehmung, er hat den Termin wahrgenommen. Das ist ganz wichtig zu wissen und trotzdem sanktionieren die Jobcenter zum Teil. Dann aber das ist allgemein das Problem mit den, wann sanktioniere ich nicht. Es ist sehr, sehr kompliziert. Es ist auf jeden Fall so, dass wir keine Weisung haben, dass wir sofort zu sanktionieren haben. Ja, und nichtsdestotrotz wird das immer so gerne ausgelegt. Wir Mitarbeiter müssen sofort sanktionieren, wenn der Betroffene auch 10 Minuten zu spät gekommen ist. Das ist Quatsch. Dazu erzähle ich aber heute Abend in Alten Schmiede nochmal ausführlich mehr, weil es einfach sehr, sehr komplex ist. Wer möchte noch? Komm her, bitte. Hallo. Ich würde gerne wissen, inwieweit es verpflichtend ist, Menschen in Minijobs zu vermitteln. Inwieweit müssen Menschen Minijobs annehmen, die dann ja doch meistens unterhalb der Hartz-IV-Grenze bezahlt werden? Gut, Thema Minijobs, haben wir intern die Weisung, dass jede Arbeit zumutbar ist, jede Arbeit muss angenommen werden, weil mit Einführung der Agenda 2010 wurde der Berufsschutz, den wir ja auch im Grundgesetz sogar haben, aufgehoben, legal aufgehoben. Und deswegen ist jeder Job machbar und möglich. Ja, dass dann gerade die Minijobs häufig umgerechnet nur 1, 2 oder maximal mal 3 Euro bringen, interessiert mich, weil es ja ein Minijob ist. So, auch den müssen Sie annehmen, auch mit der Begründung, Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Hilfebedürftigkeit sozusagen mal nach der internen Sprache zu verringern. Ja, und damit begründen die Jobcenter das. Interessant wird es aber, was ich in Hamburg des Öfteren durchexerziert habe, ist zum Beispiel, dass ich mir dann tatsächlich den Stundenlohn ausgerechnet habe. Also ich habe mal einen Fall bekommen, in der öffentlichen Behörde in Hamburg sollte die Person eingestellt werden für 35 Stunden die Woche im Rahmen eines Minijobs, damals noch 400 Euro. Wenn Sie das mal hochrechnen, ergibt das im Grunde genommen nichts an Geld. Das ist verboten, ist gesetzeswidrig. Ja, und damit konnte ich die junge Dame wieder raushauen. Ja, also das muss gewährleistet sein, dass der Lohn entsprechend dem Tarif ist, ja, und nicht sittenwidrig ist, ja, also nach dem bürgerlichen Gesetzbuch auch. Das ist ganz wichtig, also mal ausrechnen und dann darf man das auch ohne Probleme tatsächlich damit ablehnen. Weil das darf das Jobcenter nicht genehmigen. Ja, aber wenn man mal in den Medien schaut, es wird, geht ja jetzt allgemein auch durch die Medien, auch Berlin ist ja ganz stark davon betroffen, es wird leider so gemacht, ja. Das heißt für uns nochmal als Signal an alle Zuhörende, die Vermittlung in einen Job, in dem sittenwidrige Löhne bezahlt werden, ist nicht gestattet.
Ist das richtig? Das ist richtig, ist nicht gestattet und sittenwidrig ist immer dann, wenn der Lohn 30% oder unter den Tariflohn beträgt. Das heißt, nehmen Sie dieses auch bitte als Signal mit, für sich persönlich vielleicht, aber auch für Freunde und Bekannte und sprechen Sie darüber.